Mann, ich will die Tür nicht öffnen. Der arme Typ. Herzlich willkommen in der neuen Folge. Tu es nicht. Tu es ja nicht. Zurück! Zurücktreten! Der Penner hat's tatsächlich geschafft. Und was jetzt? Draußen ist alles voller chinesischer Soldaten. Die werden ihn erkennen. Verlasst euch drauf. Ach du Scheiße! Was denn das jetzt her? Sitzende, Mingli. Es ist Cheng. Nördlich von uns liegt ein Kriegsschiff. Der dreckige Bastard. Der wird die Wahrheit zusammen mit allen anderen begraben. Können wir zuschlagen? Wir haben nichts. Alles weg. Nicht mal C4? C4 haben wir genug, aber was zum Teufel sollen wir damit? Gib mir einfach einen Rap und so viel C4, wie du noch übrig hast. Das kann nicht dein Ernst sein, Irish. Doch. Absolut, Sir. Okay, Peg. Zeig's ihm. Regga, Irish, ihr kommt mit. Hannah, bist du ganz sicher? Jinjie. Wie sind die Jankong? Viel Glück. Wie unlogisch ist das denn? Ich meine, ist doch eine berührende Szene, sag ich ganz ehrlich, ja? Aber nie im Leben, im echten Krieg, würden Soldaten von der anderen Macht da reinrennen und uns verschonen, wenn sehen. Nie im Leben. Tut mir leid, daran glaubt selbst der Weihnachtsmann nicht. Mein Tablet hat vibriert, keine Ahnung, was da ist. Ist der immer so? Ja, an seinen guten Tagen. Bist du sicher, dass ihr nicht verheiratet seid? Ich bin mit dem verheiratet, wofür er steht. Ja, ich glaube, wir fahren mit dem Schiff, ne? Hey, Hannah, hast du dir je gewünscht, die Dinge wären anders? Klar tue ich das. Aber bis es soweit ist, kämpfe ich weiter. Gut, fahren wir wieder mit Boot. Hier bitte, Sergeant. Du kommst nicht mit, Peg? Ihr bleibt am Leben. Das ist dein Befehl. Wird ausgeführt. Passt auf die Valkyrie auf, solange wir weg sind. Hurra! Das war so klar. Wohin? Immer aufs Licht zu. Hör auf zu schießen, du Bobkind. Wow. Wir sind im toten Winkel. Bereit machen. Gesichert. Irish? Keine Sorge. Da kann nichts passieren. Schon klar. Hergestellt in Schweden. Oh, da geht's mir gleich viel besser. Und shoot! Fortress!
Hier ist Tombstone 3. Sind in Position. Sprengung vorbereitet. Wie ist euer Status? Over. Wir sind fast erledigt, also jagt es hoch. Hannah, drück den Knopf. Da stimmt was nicht. Es ist rot, keine Verbindung. Wrecker? Scheiße, gib mal her. Shit. Wir müssen noch mal runter. Na gut, es muss nur einer von uns gehen. Wrecker? Hast du noch eine von den C4-Sprengladungen? Gut, gib sie her. Du riskierst dein Leben nicht, Hannah. Ich bin Irish, schon vergessen? Der Glückspilz. Gib sie mir, Wrecker. Wrecker, ich riskiere jeden Tag mein Leben für mein Land. Gib mir das C4. Dein Land braucht dich lebendig, Hannah. Du machst das nicht. Punkt. Komm schon, Wrecker. Scheiße, nein. Wir werden alle auf dem Schiff sterben, während wir uns streiten. Gib mir das C4, Wrecker. Es ist mein gottverdammtes Schiff, Hannah. Komm, Kumpel, auf geht's. Entscheide dich, Wrecker. Wrecker, wenn der Zünder grün ist, drückst du den Knopf. Hannah! Miese Wichser! Alles klar! Drück den Knopf, Wrecker! Dann wird sie sterben! Verdammt nochmal! Tombstone! Jag das Schiff hoch! Jetzt! Scheiße! Sie hat sich geopfert, Wrecker. Sie hat sich für all das geopfert, woran sie verdammt nochmal glaubt. Fortress, hier ist Bloodhound. Tombstone ist an Bord. Wir bringen sie zurück. Sind alle da? Einer von ihnen wird vermisst, Sir. Wir können nichts tun. Wir müssen sofort abrücken. Verstanden. Bringen Sie meine Marines nach Hause. Ja, meine Freunde, das war Battlefield 4. Oh, sehr geile Musik gerade. Krieg wieder einmal richtig Gänsehaut. Erinnert mich, hatte ich heute irgendwie schon das Gefühl. Mir gefiel diese Ruhe. Ja, ich hatte einen Onkel. Onkel Jay. Er hat mir alles gezeigt, was man wissen muss, um auf dem Land zu überleben. Ich dachte, du wärst ein Stadtmensch. Stimmt, und zwar durch und durch. Aber mein Onkel lebte nicht in der Stadt, sondern in Carolina. Er ist vor langer Zeit weggezogen. Wo ist er jetzt? Er ist nicht mehr bei uns. Das tut mir leid. Ach, was soll man da schon machen? Das Leben geht weiter, oder? Man muss einfach das Beste aus seiner Zeit machen. Wir verlieren viele Menschen, die wir lieben. Zu viele und zu früh. Manchmal denke ich, es wäre besser, sich aus allem rauszuhalten. Wird vieles leichter machen. Nein, so ist das nicht. Was du auch tust, du darfst es nicht bereuen. Niemals. Komm, sag es, Hannah. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Ja, so ist es richtig. Genau das ist es. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Absolut gar nichts. Ganz genau. Ach, schön. Ja, das Hauptspiel ist zu Ende. Wenn der neue Rechner da ist, geht es dann weiter mit dem Multiplayer, aber wahrscheinlich nicht so lange, weil ich glaube, im Multiplayer werde ich schon richtig, richtig hart abkacken. Ja, Worte zu Battlefield 4. Also, Grafik brauchen wir uns definitiv nicht drüber streiten. Grafik ist der Hammer, also die neue Frostbite Engine. Ist gerade ein bisschen laut, ne? Ich hoffe, es stört euch nicht. Also die neue Frostbite Engine, die Frostbite 3, ist richtig Hammer. Finde ich krank. Richtig gut. Soundtracks, ja, fand ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht ganz so gut. Sehr basslastig. Also für High-End-Systeme definitiv geeignet. Da kann man schön fetten Sound raushauen. Vor allem, wenn man noch eine schöne Soundkarte drin hat. Die habe ich jetzt nicht, aber kommt in den neuen Rechner auch noch drin. Mit rein. Waffengefühl auch sehr, sehr schön.
Was hat denn... Ich brauche mal mehr Schlechtes. Immer nur gute Sachen. Was ich schlecht fand, man hat die Gegner, die waren sehr, sehr, sehr schwer zu finden. Also ich hatte echt teilweise richtig Probleme, die zu sehen. Die hat man eigentlich nur durch den Lichtkegel der Pistolenkugeln gesehen oder einfach, wenn die ein Laservisier hatten, dann konnte man sie noch erkennen. Ansonsten muss ich ehrlich sein, die Story fand ich gar nicht so gut. Also ich meine, klar, Battlefield heißt, nimm deine Knarre und renn einfach geradeaus weiter, bis es nicht mehr geht. Aber mir hat irgendwie doch schon die Story gefehlt. Also was ich im Gameplay von Call of Duty gesehen habe, da ist eine richtig schöne Story drin. Ne? Die Story gefällt mir richtig gut bei Black Ops 2. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Ghost. Bei Call of Duty Ghost ist eine sehr schöne Story drin. Ne? Ist jetzt bei Battlefield nicht so, aber... Man sagt ja, wo in einem Spiel die Story scheiße ist, da ist der Multiplayer gut. Also mal sehen, was uns im Multiplayer erwartet. Es kann aber jetzt erstmal noch ein paar Wochen dauern. Ich sag mal so 2 Wochen noch mindestens. Dann kommen erst wieder Videos. Dann kommen erstmal die Videos, die ich geschnitten habe, wo ich den neuen Rechner zusammengebaut habe. Und dann geht's erst weiter wieder regulär. Mit den Let's Plays fange ich dann wieder an mit einer besseren Qualität auf alle Fälle. Und... bessere Qualität... Ja, mit besserer Qualität auf alle Fälle. Ansonsten, die Waffen, hatte ich nicht wirklich viele Lieblingswaffen, ne? Ich meine, das war jetzt auch von dem LP, glaube ich, was jetzt das kürzeste, 25 Folgen haben wir jetzt gemacht mit der heutigen, 24. Mein kürzester Let's Play, gut, das war Contrast, das war nur... Nein! Doch, Contrast, das war nur ein paar Folgen. 14 Folgen nur, aber das war auch kein richtiges Spiel. Das war einfach mal so ein kleines Indie-Game. Battlefield 4 ist ja ein richtiges Game. Und dafür nur 10 Folgen mehr. Also von der Story her hätte man echt noch was machen können. Da bin ich bei Battlefield 4 nicht so... aus dem Hocker gerissen worden. Also... An der Story hätte man wirklich noch bitter arbeiten können, da hätte man noch ein bisschen mehr raushauen können. Jetzt am Ende hat man das große Kriegsschiff gemacht, aber irgendwie Battlefield 4 ist eigentlich das gleiche wie Battlefield 3, nur in der besseren Grafik. Weil es ist haargenau das gleiche, man macht die ganze Zeit, schießt man irgendwelche Leute kaputt, die du nie kennst. Da sollte man mal irgendwie auch so Sachen einführen wie, ich sag jetzt mal, man kommt als Spezialeinheit in eine Stadt, sag ich jetzt mal eine riesige Großstadt, die terrorisiert wird, muss die Leute irgendwie finden und erledigen halt, dass man auch gegen Widerstand auch noch hilft, irgendwie die Stadt mal wieder aufzubauen, dass man auch wieder was Gutes sieht, weil irgendwie in Battlefield sieht man die ganze Zeit nur irgendwelche toten Leute, zerstörte Städte oder sonst irgendwas. Also, dass man irgendwie bei Battlefield mal langsam wieder in die Höhe geht, wo es wieder zum Guten geht. Jetzt zum Beispiel das Ende, es war natürlich sehr emotional, ist klar. Aber es war so, ja, ein großer Knall und dann war Schluss irgendwie, ne? Gut. Das waren meine Worte zu Battlefield 4. Schaut euch die nächsten Let's Plays an. Ich weiß noch nicht, was jetzt nach Battlefield kommt. Bioshock habe ich auch noch heute zu Ende gemacht, am Tag der Aufnahme. Auf alle Fälle wird es jetzt weitergehen mit dem Multiplayer und SimCity wahrscheinlich. Weil SimCity, ich feiere SimCity so hart. Macht richtig Spaß, aber dafür habe ich eine Bitte an euch. Schreibt mal irgendwie Themen in die Kommentare, mir auf Twitter, Facebook oder auch auf YouTube. Von mir aus auch auf Skype. Wie oder über welche Themen und was euch beschäftigt, über worüber ihr mal reden möchtet. Dann könnte ich aus SimCity wirklich ein recht schönes Let's Play machen. Ja, der Multiplayer geht weiter. Wenn der neue Rechner steht, dann geht es auch noch mit DayZ weiter. Da ist der Herr Dreamtax wieder mit am Start. Geht's mit DayZ weiter. Da seid bitte richtig drauf gespannt, weil der Dreamtax feiert DayZ so abgefuckt hart. Der findet das Spiel richtig lustig. Was heißt lustig? Also richtig cool. Macht Spaß. Die Atmosphäre in DayZ ist schön. Also DayZ, LPT DayZ wird kommen, irgendwann, wenn der neue Rechner hier steht. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Danke an dich, dass du soweit
ich sag mal, meine Gaming-Skills ausgehalten hast. Ich weiß selber, ich bin nicht der Obershooter-Pro, aber pff, hey, es ist ein Spiel. Jeder spielt das. Vielleicht kackt jemand noch schlimmer als ich ab auf einfach. Wir haben ja auf normal gespielt die ganze Zeit. Ich hätte mal ein bisschen mehr die Granaten benutzen müssen. Naja, egal, gut. Wir sehen uns wieder im nächsten Let's Play. Bleibt gespannt und ich lasse euch dann jetzt mal mit den Credits noch ein wenig alleine. Mal sehen.
So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.